Wer kommt denn da? Dein Lieblingsspectre. Blue Suns, Bloodpack und Eclipse. Und? Haben Sie etwas auf dem Herzen? Wie wollen Sie Omega zurückerobern? Ich glaube, ich greife zur Gewalt. Das hatten wir schon. Ich reiße Omega dem... Und tschüss. Sicher. Tschüss. War schön mit dir zu reden. Wir gehen weg. Okay, dann können wir aus dem mega lauten Nachtclub jetzt endlich raus und wir müssen nochmal shoppen gehen. Und bei den Botschaften, wir können. Bailey könnte noch was Neues zu erzählen haben. Wir müssen gucken, ob wir mit dem reden können. Da waren wir. Da müssen wir noch hin. Gehen wir erstmal in die Docks. Erstmal in die Docks, dann zum. Dann nochmal ins zu den Botschaften und dann ins Unterhaus. Wenn wir schon mal auf der Citadel sind. Ich muss sagen, es sind ja... Sie muss begreifen, was diese Flüchtlinge durchgemacht haben. Können Sie mich nicht reinlassen? Nein. Ich muss nur ein paar Stunden Aufnahmen machen. Sie kommen hier nicht durch. Du kannst nicht vorbei. Das habe ich gehört. Ihre Drohne schleicht sich auch nicht hinein. Moment, sind Sie nicht Commander Shepard? Soll ich was? Dokumentarfilmer. Bitte, Sie können mir vielleicht helfen. Ich möchte die Geschichten der Flüchtlinge auf der Citadel dokumentieren. Ihren Verlust, ihre Opfer, ihre Momente der Tapferkeit. Hindert Sie denn etwas daran? C-Sicherheit lässt mich nicht in die Docks, weil ich ein Störfaktor sei. Aber Sie könnten ein paar Aufnahmen für mich machen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich meine, warum muss man die Menschen in ihrem größten Elend auch noch filmen? Hier im Präsidium gibt es auch viele Überlebende des Krieges. Dieser Ort ist sicher, sauber. Die Menge, die bei den Docks festsitzt, hätte eine viel größere Wirkung. Wir müssen einander helfen. Diese Dokumentation soll schockieren, damit die Leute aktiv werden. Das ist wiederum eine gute Sache. Wenn die Leute das Leid der Flüchtlinge hier sehen, vielleicht sind sie dann eher bereit zu helfen. Sofern er die Flüchtlinge, also die Personen unkenntlich macht. Gute Idee. Die Galaxie sollte sehen, was diese Flüchtlinge durchgemacht haben. Danke, Commander. Das ist genau das, worauf ich hoffe. Machen Sie mit Ihrem Universalwerkzeug ein paar Aufnahmen im Flüchtlingslager. Ich warte hier auf Sie. Okay, mache ich. Naja, irgendwie macht er einen vertrauenswürdigen Eindruck. Ich kann die Kisten fotografieren. Ich glaube, wir brauchen ein anderes Thema. Ja, das habe ich mir gedacht. Cortez? Oh, und ein Foto. Ja, das ist genau das, was diese Dokumentation braucht. Boah. Das werden, kann das sein, dass das jedes Mal mehr Leute werden? Das sind so viele Fotos hier. Und vor allem ist nur ein Bruchteil von denen, die tatsächlich gestorben sind. Nicht mal 0,001%. Sind Sie okay? Ich habe hier gestanden und dieses Ding gehalten. Ich weiß nicht wie lang. Er bleibt immer ein Teil von mir. Niemand kann Ihnen Ihre Vergangenheit nehmen. Ich liebe dich, aber ich kenne dich. Du musst loslassen. Versprich's mir, Steve. Leb wohl, Robert. Gibst mir Kraft. Danke. Hey, wir müssen alle füreinander da sein. Ich gebe Kraft, wenn ich kann. Ich brauche noch ein paar Augenblicke allein. Natürlich. Ich gehe. So, und jetzt müssen wir hier nach Fotomotiven suchen. Hey, wie wär's mit dem Typen, der hier in der Pflanze pennt? Oder hier von Avina? Ich glaube, es sollte sich mehr auf die Flüchtlinge konzentrieren. Aber C-Sicherheit ist doch super. Oder hier, der Typ, der auf den Kisten pennt. Leute beim Gespräch, okay. Warum nicht? Ich warte. Du wartest? Auf wen denn? Auf meine Eltern. Sie haben mich in den Rettungstransporter gesteckt und gesagt, ich soll hier auf sie warten. Sie werden kommen, sobald sie können. Okay, ich denke, hier ist es sicher genug. Wenn dich jemand belästigt, sag mir Bescheid. Ich kümmere mich dann darum, okay? So sollte C-Sicherheit arbeiten. Aber ich bezweifle irgendwie, dass ihre Eltern noch kommen.
Aber das möchte ihr natürlich keiner sagen. Ich hoffe, der C-Sicherheit-Officer passt auf sie auf. James? Mhm. Ich glaube, diese Credits gehören mir. Ausgezeichnet. Das wird die Aufmerksamkeit der Leute erregen. Danke, Commander. Ich denke, wir haben jetzt genug Aufnahmen. Kommen Sie wieder zu mir, wenn Sie können. Ach, das reicht schon. Hey, James, was geht? Hey, Commander. James, amüsieren Sie sich? Ja, ja. Verlieren Sie nicht alles. Diese Kleidung gehört der Allianz. Etwas mehr Vertrauen, Loco. Ein bisschen habe ich durchaus. Auch nur ein bisschen. Wollen Sie da einfach rumstehen und zusehen? Sie machen mich irgendwie nervös, Commander. Ich würde ja darum bitten, dass Sie mitspielen dürfen, aber ich glaube, die haben Angst vor Ihnen. Wegen Ihnen geht gerade mein Mojo flöten, Chefe. Vor einer Minute lag ich vorn. Sie sind nur zu einem schlechten Zeitpunkt vorbeigekommen. Wollen Sie da einfach rumstehen und zusehen? Ich würde ja auch gerne mitspielen. Ich würde bluffen, stimmt's? Aber ich darf ja nicht. Tja, ich bin einfach zu gut. Ist hier sonst noch irgendwas? Wir brauchen einfach mehr Lebensmittel. Ich kann Ihnen die Positionen einiger Ruinen nennen. Oder aber auch Zeit. Ja. Proteanische Ruinen. Proteanische Sphäre, okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Hi. 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 Okay. Hier sind viele Turianer, muss man sagen. Ich sehe hauptsächlich Turianer und Menschen. Ein paar Salarianer. Und hier ist das Batarianer-Asyl. Willkommen bei Batarian State Arms. Nehmen wir noch die Beinschienen. Wir können uns noch die 50.000. Ist die Hegemonie ist doch schon auseinandergenommen worden. Hier ist nix. Okay. Das war's mit den Flüchtlingen. Und hier sind deine Aufnahmen. Versau es nicht. Wenn die Dokumentation nur Aufmerksamsgeilheit ist, dann komme ich wieder vorbei. Ich habe Ihre Aufnahmen. Danke, Commander. Ich fange sofort mit dem Schnitt an. Na, hoffentlich wird's gut. So, wo wollten wir jetzt als nächstes hin? Zu den Botschaften und zuletzt dann ins Präsidium Unterhaus, okay. Sind wir, glaube ich, auch durch hier. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Gibt's hier noch irgendwas? Botschaftsbüro, Officer Delk. Officer Delk? Wer ist Officer Delk? Bist du Officer Delk? Wer soll denn hier... Woher soll ich denn wissen, wer hier Officer Delk ist? Hallo, Officer Delk. Oder ist das doch der da hinten und ich kann jetzt die Codes doch abgeben? Ah, okay, das ging eben. Einfach nur nicht... Weil der die Map noch nicht neu geladen hatte. Sie sind vom Geheimdienst, richtig? Ich habe diese Verschlüsselungscodes bei einem Cerberus-Techniker gefunden. Ich dachte, sie könnten vielleicht hilfreich sein. Cerberus-Codes? Genau danach haben wir gesucht. Danke, Commander. Gerne. Und jetzt sorgt dafür, dass die Citadel nicht nochmal überrannt wird. Also ich glaube, hier gab es nichts Neues. Denn können wir mal mit Bailey reden. Weißt du noch was Neues? Seit dem Cerberus-Angriff haben wir Unmengen von Arbeit. Es macht uns wirklich zu schaffen, dass Odina zusammen mit Cerberus den Rat ermorden wollte. Es sind dunkle Zeiten für uns alle. Ja. Ich frag mal nochmal nach Odina. Haben Sie bei Ihrer Arbeit für Odina nie Verdacht geschöpft? Komisch kam er mir schon vor. Das Verräterschwein hat mich sicher für einen Idioten gehalten. Leider nicht ganz so unrecht. Er ist tot und Sie sind noch da, Bailey. Das verdanke ich Ihnen. Ohne Sie würden Odina und Cerberus jetzt auf meinem Grab tanzen. Ach, was. Ich meine, er hat es schneller zum Rat geschafft als wir. Kann die Station verteidigt werden? Die interne Sicherheit wurde wiederhergestellt, aber wir haben gefährlich wenig Männer. Wir verhören unsere eigenen Leute, um rauszufinden, ob Odina allein war, aber das dauert.
Ich würde sagen, wir sind zwar noch angreifbar, machen aber Fortschritte. Okay, und du bist wieder fit? Ich dachte, sie wären im Krankenhaus. Solange ich atme, arbeite ich. Das war bislang meine schlimmste Verwundung. Aber sie passt zum Zustand der Galaxie. Cerberus täuscht sich, wenn sie glauben, dass mich ein paar Kugeln aus dem Spiel nehmen. Schön, dass du da bist, Bailey. Haben Sie irgendwas von Ihrer Familie gehört? Nein, nichts. Dabei wollte ich meiner Ex-Frau unbedingt noch einiges sagen. Und meine Kinder auf der Erde. Ich wollte sie besuchen. Der erste Urlaub seit Jahren. Musste wegen der Beförderung jedoch absagen. Nicht die Hoffnung aufgeben. Danke, Shepard. Ich versuche gar nicht daran zu denken. Wie geht die Citadel jetzt mit dem Krieg um? Der Krieg hat uns erreicht. Wir können uns das kaum vorstellen, obwohl wir eigentlich immer das Unerwartete erwarten. Nach dem Putschversuch haben sich die meisten Leute zurückgezogen. Es wird viel gebetet und geweint. Sie sagen, dies sei der letzte Krieg von allen. Bisher spricht nichts gegen diese Sichtweise. Wir halten sie auf. Keine Zeit zum Ausholen. Viel Glück, Bailey. Ja, für Sie auch, Shepard. Aber Bailey ist ein Arbeitstier. Nur am Arbeiten. Wir haben ihn noch nie außerhalb des Dienstes getroffen. Und ohne ihn hätten wir zumindest mit den Fahrstühlen auch Riesenprobleme gehabt. Gut, dann... auf ins Präsidium Unterhaus. Shoppen und andere Dinge tun. Wir können uns jetzt die Fische kaufen. Wir haben ja den Fischfütterer geholt. Dann müssen wir erstmal in unser Apartment gehen. Hallo. Ach, guck mal, hier sind doch ein paar Spuren. Ihr Konto hilft, die Verteidigung der Citadel zu finanzieren. Wenn Sie es auflösen und das Geld unter Ihrem Bett verstecken, schadet das den Kriegsbemühungen. Und wenn Cerberus wieder angreift und die Citadel erobert, ist mein Geld weg. Meine Risiken trage ich lieber selber, besten Dank. Sie verlassen also die Citadel? Zur Zuflucht vielleicht? Wenn Sie dem Rat vertrauen, bleiben Sie hier. Warum sollte ich ihm vertrauen? Er konnte Cerberus nicht aufhalten. Was will er dann gegen die Reaper anrichten? Ach Leute. Haben Sie Parlament gesehen? Oder die Erde? Sie können diesem Krieg nicht entfliehen. Und hier haben Sie wenigstens den Rat, der für Sie kämpft. Aber für diesen Kampf wird Geld benötigt. Geld, das diese Bank dem Rat mit Konten wie dem Ihren leiht. Okay, okay, verdammt. Ich löse das Konto nicht auf. Außerdem, wie soll ein Ort wie die Zuflucht mehr Sicherheit als die Citadel bieten können? Sie haben recht. Dann bleibt uns wohl nur das Beste zu hoffen. Ja. Willkommen bei Elkos Combine Arsenal. Schreddermord, Großkaliber rauf, Sturmpanzerung, ultraleichte Pistolenmaterialien, die nehme ich. Sie nicht im Regen stehen. Sie nach unseren Rundumgarantien. Die lasse ich erstmal weg. Pistolen, Großkaliberlauf 4 können wir uns noch holen. Geöffnete Ware kann nur Sie die und was habt ihr? Okay, der bedankt sich nur. Präzisionsgewehr Zielfernrohr, das Ziel erhöht die Stabilität und damit die Präzision verringert. Außerdem Fehler beim Zielen aus der Bewegung und Beschuss. Okay. Fische! 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 Müssen wir uns gleich unbedingt angucken. Die bringen überhaupt nichts. Brauchst du noch was? Nein. Okay. Hier sind auf jeden Fall Spuren von Cerberus. Und die Wand ist kaputt. Unfassbar, wie viel Mühe sich die Ärzte geben, um dieses Terroristenschwein am Leben zu halten. Er liegt auf der Intensivstation? Cerberus hat ihn angeschossen. Sie glauben, er sei lediglich ein weiteres Opfer. Spectre Terminal updated und dabei ein Bild von der Spectre, der Asari Spectre, die dem Shadow Broker gegen uns geholfen hat. Hm, ich glaube, wir müssen doch nochmal zum Terminal. Kroganische Truppen melden schwere Verluste bei der Zerstörung einer Hochterminalbrücke. Okay. Hm,
Zerstörung der Hochburg ein, der Reaper. Ich glaube, das war unsere Rachnikönigin. Noch eine Cerberus-Falle? Bombe oder Geschütz? Wie viele diesmal? Räumen Sie den Bereich, bis alles durchsucht ist. Wir müssen einen Weg finden, Ihre Tech zu finden und sicher abzuschalten. Ich glaube, ich habe was für dich. Ihr Verbrechen hat immer noch nichts. Die Tech von den Leichen einiger Cerberus-Techniker hat sich selbst zerstört, als sie sie auseinandernehmen wollten. Viel können wir nicht tun. Außer die Reste einzusammeln, wenn wieder so ein Geschütz seine Mutter und ihre Kinder niedermäht. Na super. Das sind Steuerungspläne für Cerberus-Geschütze. Hilft Ihnen das weiter? Aber sicher, verdammt. E-Verbrechen soll sich damit beschäftigen. Vielleicht finden wir damit sogar die kleinen Geschenke, die Cerberus uns hinterlassen hat. Vielen ich hoff's. Dank. Dadurch werden Leben gerettet. Ja. Hören Sie, das Arschloch ist jetzt in Haft. Ihn zu töten bringt niemanden mehr zurück. Es geht um Gerechtigkeit. Der Mann ist ein Verräter und ein Mörder. Du hast gesehen, was er deiner Frau angetan hat. Und meinem Mann. Und er hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Er ist böse, ganz ohne Zweifel. Worum geht's? Was geht hier vor? Ich bin bei C-Sicherheit in Position. Locken Sie sie weg, dann gehe ich rein und mache den Kill. Antworten Sie nicht. Hä? Ich glaube, da wird jemand erpresst, kann das sein? Wir müssen das Gesetz durchsetzen, so wie immer. Sonst geht alles vor die Hunde. Sehen Sie sich mal Pellerin an, mein Freund. Wir sind in der Hölle. Wir sollten nach Terroristen suchen. Der Rest kann sich um sich selber kümmern. So wie die Schlägereien, die Betrunkenen und die Randalierer da unten bei diesem Purgatory-Laden? Wenn wir uns darum kümmern, gewinnen wir dann den Krieg? Die Leute müssen jetzt ein wenig Dampf ablassen. Und wenn Vergehen nicht mehr geahndet werden, was hilft das dem Krieg? Je weniger Zeit mit Kleinigkeiten vertrödelt wird, desto mehr Geld hat die Citadel für die Verteidigung. Schwierig. Naja, solange sie, obwohl wir könnten auch, dann hätten wir Cerberus aber auch eher links liegen gelassen und uns nur um die Reaper gekümmert. Aber Cerberus ist auch eine Bedrohung, also von daher muss man schon drauf achten. Vor allem, da man dadurch auch Indoktrinierte erkennen kann, was sehr, sehr hilfreich ist. Jeder auf der Citadel weiß mittlerweile, dass wir im Krieg sind. Sie müssen allen zeigen, dass C-Sicherheit nach wie vor am Ruder sitzt. Dieses Sicherheitsgefühl ist wichtig. Der Commander hat recht. Die Leute müssen die weiße Lippen? Wir müssen den Betrieb am Laufen halten. Ansonsten wird aus der heutigen Barschlägerei morgen ein Straßenaufstand. Ja, vielleicht haben Sie recht. Aber im Moment kommt mir das alles so unwichtig vor. Die hat weiße Lippen. Interessant. Wer bist du? Captain Aaron Sommers. Commander Shepard. Ich glaube, ich weiß jetzt, was meiner Verstärkung zugestoßen ist. Entschuldigung? Ich bin bei C-Sicherheit in Zivil und mit einer Waffe. Ich weiß, wann's vorbei ist. Lassen Sie mich nur erklären. Captain Aaron Sommers, Allianz Marines, im Ruhestand. Captain Sommers? Es gibt hier einen Gefangenen, einen C-Sicherheit-Officer, der Cerberus geholfen hat. C-Sicherheit hat ihn verhaftet, als sie den Putsch vereitelt haben. Jetzt will er für einen Deal Cerberus ans Messer liefern. Warum erzählen Sie mir das? Weil er keinen Deal verdient. Er hat bei dem Putsch Leute getötet. Gute Leute. Und er war bei der Allianz. Wie wir. Er ist ein Problem, das wir lösen müssen. Jetzt sollen wir ihn einfach umbringen? Aber die Cerberus-Informationen sind wichtig. Sagen Sie mir, warum der Kerl den Tod verdient hat. Er hat kaltblütig seine Freunde getötet, um den Weg für die Cerberus-Truppen freizumachen. Jetzt sagt er, er habe sich als Veteran zur Hilfe für die Menschheit überreden lassen. Keine Ahnung, wie viel er weiß, und es ist mir auch egal. Er hat die Uniform entehrt. Ja, aber die Informationen für Cerberus sind... gegen Cerberus sind was wert. Außerdem, Cerberus kann extrem gut täuschen. Sie können ihm sonst was erzählt haben und wahrscheinlich auch beweisen und er wird es ihnen glauben und denken, er tut das Richtige. Also deswegen, man weiß nicht, es könnte die Wahrheit sein, kann natürlich auch einfach dreckig lügen, klar. Aber selbst Justiz, ihn einfach über den Haufen zu schießen, ist nicht besser. Wenn Sie den Mann niederschießen, entehren Sie die Uniform genauso wie er. Nein, tue ich nicht. Ich mag diese Deals genauso wenig wie Sie, aber die Information wird Leben retten. Sagt wer?
Unsere Vorgesetzten, denen wir Gehorsam und Vertrauen geschworen haben, Captain Summers. Jawohl, Commander. Tut mir leid, Commander. Ich werd's nicht tun. Danke. Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen und ihm wird ein Prozess gemacht. Haben die da noch irgendwas zu sagen? Es tut mir extrem leid für die, aber wenn wir ihn einfach über den Haufen schießen, sterben wahrscheinlich noch mehr Unschuldige, weil wir die Informationen nicht haben. Haben Sie kurz Zeit? Ja, gleich. Ich gehe vorher noch kurz shoppen.